Tachchen Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid, freut mich megamäßig. Wir sind ja im Dezember 2019 hier eingezogen und nach ungefähr 3 Monaten hatten wir plötzlich ein großes Problem mit unserem Flachdach. Immer so knapp 5 Stunden, 6 Stunden nachdem es geregnet hat, tropfte es innen drin durch. Dann sind die vorbeigekommen und haben versucht, das Leck zu lokalisieren und das hat einfach echt nicht funktioniert. Die haben dann verschiedene Schichten aufgetragen, aber es lief halt immer und immer weiter durch. Und vor ungefähr 3 Monaten haben sie dann ein anderes Produkt verwendet und es scheint jetzt soweit dicht zu sein. Ich habe aber gesagt, bevor die finale Schicht oben drauf machen, möchte ich das Dach mal komplett auf Herz und Nieren testen. Und wie ich das Flachdach nun teste, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich würde sagen, los geht's! Wie ihr seht, bin ich jetzt oben auf dem Dach angekommen. Man hat da echt so einen mega schönen Ausblick. Also da hinten ist eigentlich das Meer, sieht man jetzt nicht, ist ein bisschen diesig. Da unten ist mein neues Projekt, wo ich ein Hochbeet als Ganzjahreshochbeet baue, aber dazu später mehr. Hier haben die jetzt diese Abdichtmasse drauf gepackt. Das ist nicht die finale Abdichtmasse. Da haben die jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Schichten aufgetragen. Und jetzt werde ich testen, ob das Dach tatsächlich dicht ist. Ich habe dazu meinen Kumpel, den Nuno, angerufen und habe ihn gefragt, wie man das macht. Der ist ein Ingenieur und der macht solche Bauabnahmen und der hat mir erklärt, man muss als erstes mal die Abflüsse komplett dicht machen und dann lässt man so 5 bis 10 cm Wasser aufs Dach und lässt die dann zwischen 3 und 5 Tagen oben auf dem Dach stehen und guckt, ob dann irgendwo Wasser eintritt. Gestern Nacht hat es hier relativ viel geschüttet und der Nuno hatte mir gesagt, hey, sei auf jeden Fall vorsichtig, dass dir das Wasser nicht zurück in die Versorgungsleitung fließt. Und deshalb habe ich mir dazu Folgendes ausgedacht. Ich habe hier solche Röhrchen vorbereitet. Die habe ich einfach schräg abgeschnitten. Die passen in diese Abläufe hier rein. Die werde ich dann so hier reinsetzen. So ungefähr. Und wenn es dann regnet, dann ist das nicht das großartige Problem, weil das Wasser wird bis hierhin stehen und wenn es höher läuft, dann wird es in das Röhrchen oben reinfließen. Ich habe dann im Baumarkt gefragt, wie kann ich das ganze Ding abdichten und die hat mir gesagt, hey, nimm Silikon oder du kannst halt Fett, das ist so ein ganz schweres Fett, was man da drauf schmieren kann, kannst du da drauf machen. Das macht aber überhaupt gar keinen Sinn, denn die müssen ja hier noch die nächste Schicht drauf machen und wenn ich Silikon und Fett genommen habe, dann bindet natürlich die finale Masse bindet nicht mehr ab. Deshalb habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich habe hier so ein Fensterkit-Zeug besorgt. Das werde ich dann da drum kneten quasi und gucken, ob das A wasserdicht ist. Müsste es sein. Und es müsste auch relativ einfach wieder abzumachen sein. Ich fange mal an, jetzt diese Röhrchen da einzukneten. Drückt mal die Daumen, dass das ganze Ding auch tatsächlich funktioniert. Los geht's! So, als erstes werde ich hier ein bisschen drumherum den Schmock wegmachen, damit die Knetmasse auch vernünftig hält. Das Röhrchen setze ich so ein, dass das so um die 8 cm Höhe hat. Ja, das passt soweit. So, und als nächstes nehme ich jetzt hier diesen Fensterkit und den knete ich jetzt einfach mal hier drumherum. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, glaube ich. So, dann werde ich das gleiche auch auf dieser Seite machen. So, schaut mal her. Hier sieht man das gut. Also ich habe das jetzt wirklich echt komplett einmal um dieses Abflussrohr drumherum geknetet. Ich bin wirklich gespannt, ey. Jetzt werde ich mal schnell einen Schlauch hier hochholen und dann werde ich mal das Dach fluten. Mal sehen, ob dann unten ein dicker Wassereinbruch kommt. Ich hoffe es einfach nicht. Wasser, Marsch! So Leute, ey, ich glaube, das geht echt auf, was ich mir ausgedacht habe. Der Fensterkit hält total gut. Da läuft auch kein Wasser unten raus. Und ich habe jetzt mal ein Zentimetermaß mitgebracht und werde jetzt mal gucken. Bin jetzt schon bei 4,5 cm. Wir haben ungefähr 2 Stunden später und das Wasser ist jetzt genau 9 cm hoch.
Und wenn es anfangen würde, noch weiter zu regnen, dann wird das Wasser ganz simpel einfach hier oben drüber laufen. Ich muss jetzt 4 Tage warten, ob da irgendwie was unten passiert. So Leute, 2 Tage später und ich bin super happy. Guck mal her, es ist wirklich alles komplett dicht. Es tropft nichts, es gibt keine Schwitzfeuchtigkeit oder Schwitznässe. Jetzt gehe ich mal schnell rauf aufs Dach und guck mal, wie es da aussieht. Daumen drücken! Sieht's aus. Hey, alles gut? Hier seht ihr sogar, dass die Blöcke von der Solaranlage auch umspült sind und die auch komplett dicht sind. Wow, ich bin echt happy, ey. Gott sei Dank. Okay Leute, wir haben jetzt den Tag 5. Ich habe gerade unten nachgeschaut, es kommt kein Wasser mehr rein. Ey. Ich bin echt froh drüber. Ich habe mich gerade schon in mein Testoutfit geworfen. Jetzt mache ich den finalen Test oben auf dem Dach. Los geht's! Ich glaube, mein Dach hat den finalen Test bestanden, würde ich sagen. Ich habe gerade sogar überlegt, ob ich in das professionelle Flachdach-Test-Business einsteigen sollte. Ich könnte mich irgendwie mit dem Gedanken anfreunden. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über eure Likes, über eure Kommentare und natürlich vielleicht auch ein Abo. Das wird meinem Kanal megamäßig helfen. Vor allem hoffe ich, dass ihr kein Loch in eurem Dach habt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis denn. Ciao. Ihr seid ja immer noch da. Ich glaube, da muss ich mal den Stecker ziehen. Boah, das Ding geht richtig ab hier.